Hallo zusammen. Lassen Sie uns heute, an diesem Tag voller positiver Energien, kraftvolle Botschaften erforschen, die direkt von den Engeln kommen. Diese Botschaften sollen unser Leben wiederherstellen und uns an eine neue Landschaft voller Möglichkeiten und Ziele anpassen. Es ist Zeit, in uns selbst zu schauen und darüber nachzudenken, wie wir unser Leben sowohl persönlich als auch beruflich gestalten können. Möglicherweise verspüren Sie eine ungewöhnliche Müdigkeit in Ihrem Körper und Ihren Gefühlen, was darauf hindeutet, dass Sie auf sich selbst aufpassen müssen. Die Verfeinerung Ihrer Ernährung und die Entgiftung Ihres Körpers sind wichtige Schritte zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens. Indem Sie auf sich selbst achten, schaffen Sie Raum für positive Veränderungen und Wohlstand in Ihrem Leben. Es stehen große Veränderungen bevor, und es ist entscheidend, dass wir darauf vorbereitet sind, ihnen mit Dynamik, Stärke und Optimismus zu begegnen. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit zum Meditieren, klären Sie Ihren Geist und Ihre Emotionen und stärken Sie so Ihre Seele und Ihren Geist. Vertrauen Sie dem Übergangsprozess, der in Ihrem Leben stattfindet. Dies ist eine Zeit der Freiheit und Kraft, in der Sie die Möglichkeit haben, zu überprüfen, rückgängig zu machen und zu wiederholen und sich wieder mit Ihrem wahren Wesen und Ihrer Bestimmung zu verbinden. Seien Sie sich der Zeichen um Sie herum und in Ihrem Inneren bewusst, denn sie bieten Möglichkeiten für Wachstum und Erfüllung. Seien Sie offen für neue Strategien und Möglichkeiten und wissen Sie, dass Sie in der Lage sind, Ihre Träume und Ziele zu erreichen. Denken Sie daran, dass Sie genauso perfekt sind, wie Sie sind. Schenken Sie sich selbst und anderen bedingungslose Liebe und wissen Sie, dass das Universum immer zu Ihren Gunsten arbeitet. Jetzt ist es an der Zeit, mit Zuversicht voranzuschreiten und zu wissen, dass das Beste noch vor uns liegt. Mögen Sie einen wundervollen Tag voller Segen und Wohlstand haben. Bis zur nächsten Nachricht. Eine Umarmung des Lichts für euch alle.